Herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Wir gehen mal nach oben und gucken, ob sich hier ein Rolltor geöffnet hat für uns. Ach, hier sind wir jetzt. Aha, aha, aha. Interessant. Das wäre also auch eine Möglichkeit gewesen, da reinzukommen. Dann ist das Rolltor sicherlich da hinten irgendwo. Ja, wie wir da irgendwas aufbrechen sollen, das ist mir auch noch ein Rätsel. Aber da werden wir schon noch was finden. Etwas Stabileres als die Brechstange. Boah. Muss man auch erstmal haben. Und was ist da noch? Ah, da können wir jetzt hier lang gehen. Das hier ist die Treppe. Da können wir hoch. Das ist wahrscheinlich das Rolltor, das sich geöffnet hat. Schuhe in einer Pfütze aus schmelzendem Schnee. Da ist noch was zum Sammeln. Eine Postkarte. La Delta 51. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach die Sammelgegenstände sind. Man braucht ja immer Sammelgegenstände heutzutage. Da ist die Frau. Dieser Sortierkasten ist voller Würfel. Es sind farbenfrohe Würfel mit vielen Seiten. Hunderte von ihnen. Das weiß man wieder nicht. Hello, I'm Nia. Eine vogelartige Frau sitzt auf einem Thron aus Werkzeugen. Smaragdgrünes Licht dringt durch ihr Haar. Did you try knocking on my window? I must have missed you. I've been listening to my Milius. Sie tippt gegen ihre Kopfhörer. So what kind of die are you looking for? Could this be the malicious entity? Perhaps it's wise to go along with this masquerade for now. She's got a direct view to the backyard. You should interrogate her about the lynching. Sie müssen mich mit jemand anderem verwechseln. Ich habe nicht an ihr Fenster geklopft. Then how did you get inside? By the south entrance? You know what? It doesn't even matter. What matters is that you're finally here. Let's talk, Dice. Did you have something specific in mind? Warten Sie, was meinen Sie mit Milieus? Yes, a Milieu is like a call-in station. You need a two-way radio to access one. That's why I have these. Sie streichelt über ihren Kopfhörer auf dem Tisch. Mostly, they just teach you to swear in different languages. But some of the stations can be quite interesting. I was so absorbed, I must have missed you knocking. Warum fragen Sie mich nach Würfeln? I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and I'll make the die you need. That's why you're here, yes? Klar, ich mag Rollenspiele und benötige ein paar Würfel. Very good. My rate is 10 real per set. Unless you want something really unusual. Take a look around and see if there is any particular stone you want to use. An den Wänden um sie herum prangen Reihen wertvoller Steine und Mineralien. It almost looks as if the stones and dice are a natural part of the room, growing out of the shelves like stalagmites. This person means you, or no one else, absolutely no harm. She will answer freely and honestly. No falsehoods are present. She's a novelty dice maker and doesn't have anything to hide. Ask what you need. Okay, sehr schön. Was wissen Sie über den Mann, der hinter dem Whirling in Rex gelyncht worden ist? Nothing really. I didn't know him. Who cares about the dead body? We might be dealing with a malignant entity here. Ist das Ihr Ernst? Sie haben einen hervorragenden Blick auf den Hof und haben am Sonntagabend nichts gesehen oder gehört? I'm sorry, Detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. Was meinen Sie mit tägliche Unruhe? Well, there's always something going on in the Whirling's backyard. Sie hält inne und versucht, ein Beispiel zu finden. During daytime, there are usually those kids. And lately, I've been seeing a lot of drunk workers hanging about. Must be because of the strike. She's heard of the murder, but did not see it, sire. She's not sorry to disappoint you. Informing on someone in a murder investigation
would intrude upon her focused existence. But I never saw anyone during that fateful Sunday night, I'm afraid. Und Sie haben während der Arbeit nie einen Blick aus dem Fenster geworfen? I might have, but in this case, all I would have seen is my own reflection staring back from the darkness. It's really hard to make anything out in the yard when it's dark outside. Besides, I rarely get up to look out the window when I'm in the zone. Arbeiten Sie oft sonntagnachts? It's an odd profession, making dice for people. But I like it, and I prefer doing this to sitting at home. Verstehe, danke für Ihre Antworten. She nods. Anything else, officer? Wie sind Sie Würfelmacherin geworden? How did I become one? It was a business decision. I was a regular jeweler at first, but that's an unfocused field with too much competition. Some of my friends were role players. They asked me to make some polyhedral dice out of cobalt. That was my first order. I grew it from there. Spielen Sie selbst Rollenspiele? Not especially. I like working with rare materials and a steady pay. And role players as customers? They're nice people. Some of those nice people have big bucks to spend on novelty items. She's thankful for the security they provide her. Hey, wo sind wir überhaupt? Was ist das hier? Du siehst dich im Raum um. We're inside the chimney of an old central furnace. It's strange, I know. Sie wirft einen Blick auf die rötlichen Ziegel, aus denen die Mauern bestehen. Obwohl sie neu gestrichen wurden, ist hier und da schwarzer Rost zu sehen. So, hier haben wir jetzt erst geschafft. Frage die Würfelmacherin nach dem Fluch. Okay, müssen wir das noch machen? Das kommt jetzt bestimmt als nächstes. But when I arrived here, all the other rooms were taken. So I had to build myself a makeshift home. Besides, I don't really have to pay any rent here, so that's a plus. Plaisance was right. There's an entity living in the chimney. You should ask her about the curse. Ich habe gehört, dass ein Fluch auf diesem Ort lasten soll. Wussten Sie, dass die Leute das Gebäude den verfluchten Gewerbeblock nennen? I've heard the stories, but I don't think those stories are true. Pleasance hat mich es ist beides schön. Pleasance hat mich geschickt. Sie ist davon überzeugt, dass es in diesem Gebäude von bösen Energien wimmelt. Pleasance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energy spared her somehow? Das können wir sagen. Das hier ist nichts. Tja. Eigentlich läuft der Buchladen gar nicht so gut. Es kommen kaum Kunden und sie muss die eigene Tochter ausbeuten, um das Geschäft am Laufen zu halten. All right. But it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in racks? Some people say it's part of the building complex. Moment, das Whirling ist Teil des verfluchten Gewerbeblocks? You could say so. Both houses were built at the same time and under the east of the Commerce Central project. Ja, aber es ist und bleibt ein separates Gebäude. Dorthin können die bösen Energien nicht gelangen. And then there is me. Sie seufzt und wirft einen Blick auf ihren chaotischen Arbeitstisch. Darauf liegen alle möglichen Werkzeuge verstreut, von Messern über Schnitzfeilen bis hin zu Seitenschneidern. I've been here for 14 years, selling novelty dice to role-playing enthusiasts. Not exactly a million real business idea, yet somehow I've survived despite the talk of malicious energies. Strange, isn't it? Maybe it's just because she's so talented that she's been able to woo the curse. Plaisance meint, es liegt daran, dass sie die Quelle des Übels sind. Ein böses Wesen. Malignant entity? What does that even mean? Some kind of sorceress? What about you, officer? Do you think I'm the malignant entity? Time has come to face the source. Fear not, for the forces of the universe are supporting you in this psychic quest. Tja. Ja, eigentlich nicht, ne? Glauben wir an einen Fluch? Ich denke nicht.
Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass es keinen Fluch gibt, sondern nur Geschäftsentscheidungen und natürliche Marktschwankungen. Obwohl, wir sind auch ein bisschen komisch, ne? Mich interessiert eigentlich mehr, was passiert, wenn man das hier sagt. Ach komm, wir sagen das. Ich glaube immer noch, dass sie hinter der ganzen Sache stecken könnten. Du kneifst die Augen zusammen, ganz geheimnisvoll. So, I'm the Grand Dragon in the cave. Might I ask, what supports this claim? Ich habe gebrüllt, um den Geist des verfluchten Gewerbeblocks anzurufen, und sie haben mir geantwortet. Oh my, I've revealed myself. You better call the exorcists. Ich muss niemanden anrufen, ich bin selbst ein Geisterflüsterer. Of course. How convenient. Well, if you ever find a way to explain all those inconsistencies in the curse, then let me know. Okay, erzähle Plaisance, was du herausgefunden hast. Ja, machen wir. That's all she has to say on the subject. She has been thorough and truthful. As far as Plaisance needs to hear about this, perhaps if you combine your psychic energies, you will make sense of the situation. Okay, Schauder können wir nicht gut, von daher lassen wir das. Wissen Sie, was aus den Mietern geworden ist? Außer ihnen sind alle verschwunden. More or less. Are you interested in anyone specific? Oh, quite a lot of them spring to mind. Ey, jetzt geht's los hier. Hier gab es mal einen Friseursalon, oder? Yes, I think it was called Androgynous Orlando or something similar. They weren't a big hit around here. Turns out that working class men don't like genderless haircuts. They're scared of that word. A bit of experimenting every now and then isn't bad. Was ist denn da so falsch an ein bisschen Experimentierfreudigkeit? Die Kunden hätten einfach nicht so engstirnig sein dürfen. I guess it just wasn't the time yet. Sie schiebt sich eine Haarsträhne unter das Kopftuch. Was ist aus dem Fitnessstudio geworden? It wasn't merely a gym, it was Artemidep's Boxing Club. A community project created to steer at-risk youth away from drugs and crime. Vielleicht wäre das genau das, was Kuno braucht, einen Boxclub mit Kameradschaft und Zusammenhalt. Hm, Kuno. Who's Kuno? Er ist ein kleiner, missratener Rotschopf, der Spaß daran hat, Leichen zu schänden. Oh, you mean the kid with the sailor's mouth? Yes, I've heard him yelling profanities in the backyard. Sie blickt aus dem Fenster, ihr Gesicht spiegelt sich in der Dunkelheit. I think it would take more than a gym to help that kid. Und wer war Artemidep? A kind man from Zhemsk. I heard he had some trouble with the law when he was younger, and that's why he wanted to start the gym as his way of giving back. Den Kindern nach zu urteilen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, scheint das nicht so recht funktioniert zu haben, oder? Du schließt das Thema. It didn't. If anything, it made the youth situation in Martinez even worse. At some point, someone started a rumor that the punching bag downstairs was full of amphetamines. It's not really full of that. No one would store their drugs like that. Eventually, the coalition took away the funding and the club went bankrupt. This was a few years ago. It's gotten much more peaceful around the plaza ever since. Was hat es mit den kaputten Fenstern auf sich? Oh, this one's a mess. There used to be a company that promised to repair windows 24 hours a day. What could go wrong with this one, right? Turns out, the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing snuff milieu. Who would have guessed? What's the snuff milieu? And they never cleaned up the debris either. Now it's just littering the hallway and I have no idea how to get rid of it on my own. Eine wirklich coole Sache mit dem Sperrmüll, aber was ist ein Snuff-Milieu? It's a sub-rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Some people pay good money to get off on it. Nothing changes in her tone as she says that. As if it's just another piece of information to lay out for the world. Das ist ja schrecklich. Sind sie verhaftet worden? I believe the ICP got them. They have a special division that deals exclusively with sub-rosas. It's the Copperpedia reporting in. ICP stands for International Collaboration Police. In any case, I don't think it's your job to worry about what happens on Milius. I probably shouldn't have even mentioned it. Things like that are better forgotten.
Hat hier früher jemand Tiere ausgestopft? Ich habe Halterungen herumliegen sehen. You mean Mr. Fabron, the taxidermist? No, he mostly just did drugs. Anything else? Ich bin auf gruselige Schaufensterpuppen gestoßen. There used to be a fashion atelier here, but I have forgotten the head designer's name. They were doing well for a couple of years, until the insect rights activists came. Ich wusste nicht, dass Insekten Rechte haben oder dass es Aktivisten gibt, die sich dafür einsetzen. Yeah, the atelier didn't know it either. They produced a certain collection that used chitin among the materials. Apparently chitin is made in the Occident, where it's extracted from beetle wings. And you know how all kinds of political movements are big in the Occident. The activists shut down the biggest chitin supplier, which of course caused the price to skyrocket. And, naturally, all the most fashionable tastemakers refused to be seen in chitin from then on. The atelier went bankrupt before they could finish the collection. Ich bin froh, dass sich jemand für die kleinen Kerlchen eingesetzt hat. Ich mag Insekten, du nix. Hmm, really? Anyway. Poor guy. Suddenly, you get a feeling that insects are important to the case somehow. It's hard to say why. Okay. Was hat es mit den Rotorblättern und Skiern auf sich? They were made by a company called Slipstream. After they pivoted from making rotor blades to skis, their chief executive took off on a vacation with all their money. Sie stützt das Kinn auf ihre Hand ab und lächelt schelmisch. Also erst Rotorblätter, dann Skier. Honestly, I think it's quite funny. I think he's still sending out holiday transmissions from Tallulah or Tiumotiri or Hashtkor or wherever he is. Es ist illegal, sich auf diese Weise mit Firmengeldern aus dem Staub zu machen. Warum ist er nicht festgenommen worden? Sure, it's illegal, but it's not exactly anything extraordinary in business. Besides, Slipstream is history now. All their remaining assets got seized by the bailiffs in 47. I have no idea why those skis and blades are still lying around. They were just the props. Why return them? Ich habe ein seltsames Gerät entdeckt. Fortress Accident, the radio game studio. Sie schließt die Augen und ein Fetzen einer Erinnerung erhellt ihr Gesicht. She liked them. They were an interesting bunch. We talked about role-playing systems every now and then. Once, I even saw two of them get into fisticuffs over Wirral. That's understandable. Fantasies are serious things. The mind is the drawing board of history. They certainly took their work very seriously, even if they seem to be chronically liberal with their schedules. Was meinen Sie mit liberal? Was ist da passiert? The usual. They ran out of money and couldn't get the project done on time. Was ist denn schiefgegangen? Well, I did hear them talking at times. Sie blickt zum Gang, als könnte sie hinter ihrem Rollladen noch immer ihr Geplauder während einer Raucherpause hören. They seem to believe they were historical individuals on some grand quest. She sounds almost mocking when she says that. Meinem ersten Eindruck nach war es tatsächlich ein ziemlich beeindruckendes Projekt. Yes, but when the money started to run out, they just began to complain a lot about capitalism. You know, how the markets are rigged to keep out new businesses and so on. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something truly historic and to show up to work on time. Naja, es ist ja auch unglaublich schwierig, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. And so is producing something extraordinary. Ihr Blick schweift zu den Regalen voller Würfelprototypen und verworfenen Modellen. Something strains her face, before she looks up again. Anything else? Im Keller steht ein furchterregender, ausgestopfter Bär. Oh boy, the fabled Revershow ICT. You're in for a treat here. Sie lächelt und beugt sich vor die Hände auf die Knie gestützt, wie eine Stand-up-Komikerin, die zum Erzählen einer Geschichte ansetzt. The place was owned by two guys who had some rather innovative ideas about marketing. The bear was one of them. Now ask me about their other ideas. Indeed. What were the other ideas? Okay, was waren die anderen Ideen? There was really just one. And it involved picking out the prettiest girls in the neighborhood and paying them 20 cents per hour to man the booth. And by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever dared to disturb their bored magazine browsing.
Sie lehnt sich missbilligend zurück. Sounds like she really didn't like those girls. Tja. Ich kenne ein Mädchen, das auf diese Beschreibung perfekt zutrifft. Es arbeitet bei Fritte als, ja, falsch geschrieben, als Kassiererin und ist nicht besonders freundlich. Employing silky teenage girls is a widespread practice, yes. Unfortunately, they always come in packs. I'm talking about acne-ridden girlfriends and gorilla-like boyfriends loitering near the shop. At least that's what happened with Ravishow ICT. And they already had the bear. Sie schließt die Augen, als erinnere sie sich an etwas Schmerzvolles. Was war mit dem Bären? The bear. Wiederholt sie und presst ihre Daumen gegen die Schläfen, als wollte sie Kopfschmerzen unterdrücken. Die Nummer war kein Erfolg? Of course not. The bear was terrifying. No one wants ice cream guarded by a hostile apex predator. To make matters worse, the fridge didn't work too well either, and half the ice cream came out malformed and partially melted. Eventually, Ravishow ICT lost the price war to its rival, Glace 5000. Glace 5000 sold caramel sundaes for only 5 cents a piece, out of regular fridges. Ich habe den Bären getötet. You did what? Sie rollt auf ihrem Drehstuhl etwas näher an dich heran, unsicher, ob sie richtig zugehört hat. Ich habe ihn ermordet. Mit bloßen Händen habe ich ihn in die ewigen Jagdgründe geschickt. Jetzt ist er meine Trophäe. Really? You broke it? What a shame. It was a terrifying beast, but I was fond of it. The taxidermist who made it said it was his vision beast. He said he met his vision beast while high on desiccants. He called it Megatherian. Sounds cool. Why is everyone doing drugs in this place? Even the taxidermist? Megatherion? Megatherion. A mega wild beast. Was ist ein mega wildes Tier? It's an imaginary beast that guides you through life. By telling you to do more drugs, mostly. The horrific necktie tightens around your neck, strangely excited. But it doesn't feel particularly fun this time around. Du packst deine Krawatte und murmelst vor dich hin. Nicht jetzt, du Monster. What? Haben Sie je das Gefühl, dass Ihr Visionstier versucht, den Spaß aus Ihnen herauszupressen? No, Officer. I don't have a vision beast. Normal people don't have vision beasts. Only drug-addled madmen like the taxidermist do. Wie steht es mit entsetzlichen Krawatten? Tragen normale Menschen entsetzliche Krawatten? Neckties? I guess they do sometimes, Officer. But I don't understand how it's relevant to our discussion. Anyway, now you know the story of the fallen ice cream empire. Was scheint es Sie zu betrüben, dass die Erzählung zu Ende ist? Anything else? Another failed business, perhaps? Ich habe die Sprechanlage des Gebäudes gefunden, aber sie funktioniert nicht. Oh, right. I hope you didn't try to ring me. I think none of those doorbells work, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the confusion. The doorbell with the empty name card must belong to her then. Also ist die Klingel mit dem unbeschrifteten Namensschild ihre? That's right. I haven't even written my name there. As I said, it's quite useless right now. It doesn't work yet. Auf einem der Klingelschilder habe ich den Namen East Delta Flipperhalle gesehen. Right. It used to be a gaming arcade. This is an ancient failure, before my time. I'm not surprised, however. My advice? Don't base your business on a fad. Hypnotism, Floriography, Trick Track, especially Pinball. Als ich versucht habe, bei einer Firma namens Slipstream SCA zu klingeln, ist etwas Seltsames passiert. Es hat sich jemand gemeldet. It can't be true. They don't work here anymore. They've been gone for years. Are you sure it was Slipstream SEA? Was it a woman? Maybe it was Plaisance from the bookstore. Sie hat gesagt, sie sei von Tricentennial Electrics. Tricentennial Electrics? Es dauert einen Augenblick, ehe sie den Namen zuordnen kann. It used to be a major electric company 100 years ago.
Are you sure it wasn't just some kid playing a prank on you? No, it was something else. It was eerie. It was too real to be just a prank. Either we're dealing with a professional actress, or... Nein, es war etwas anderes, etwas Unheimliches. Du kneifst die Augen zusammen. Pranks can be eerie. Sie wirkt, als sei sie immer noch davon überzeugt, dass es etwas Harmloseres, dass etwas Harmloseres zugrunde liegt. Oh, the kids these days. We were just one of them, and now they're terrorizing us. No solidarity. Ich habe mich gefragt, ob das Whirling and Rex zum selben Gebäudekomplex gehört. Ja, gut, die Frage haben wir uns schon mal gestellt, aber wir gehen das hier trotzdem nochmal durch. You could say so. Both houses were built at the same time and under the East Delta Commerce Center project. That explains why you can call the Whirling from the intercom. Albeit, I doubt that anyone responds. If the Whirling is part of the same building, then it's part of the doomed commercial area. The darkness of this place is there, too. Ich habe noch ein paar Fragen zum Gebäude. Sure, I'm listening. Gut, damit sind wir jetzt durch. Ich hätte übrigens noch andere Fragen. I hope it clarified things a bit. What else? Okay, ich möchte einen Würfel bei Ihnen bestellen. Hier, das hier wird nix. Da kommen wir nicht hin mit Schauder. Of course. Tell me what you have in mind. Ei. Erzählen Sie mir von Ihrem außergewöhnlichsten Würfel. A star that fell from the firmament? Those cost more than 7 real. Are you sure? Nein, ich fürchte, das ist es mir nicht wert. Tut mir leid. All right. Maybe some other time then. Gut, da warten wir vielleicht. Ich brauche etwas mehr Zeit, um darüber nachzudenken. No need to rush. Take a look around, see if anything inspires you. Ich glaube, damit sind wir jetzt hier durch. Und wir haben genau die Bogensammlerin. It's early in the morning. The world is dark blue. The sparks light her face, a delicate composition of triangles. The streets seem to grow longer, like in a dolly zoom. And there's something in the air as you stand there and wave back at the shapes growing smaller and smaller. Something that has always been there. A great see-through world, the tenderness you feel, the ghost of Revachol between you, carrying your signals. The Holy Messenger. Plus 3 Schauder, die dritte Präsenz. Okay. Das ist nett. Das ist großartig. Was haben wir hier noch? Gegenstand. Wir haben auch hier die Postkarte. Und wir haben noch einen Fähigkeitspunkt und den setzen wir natürlich in Autorität, dass wir da mal vorankommen. Den setzen wir in Autorität. Ping. Achso, Bonus aus Gedanken haben wir auch nur noch minus einen. Das ist jetzt dann auch besser geworden. So, und dann gehen wir hier wieder rein. Oh, it's you again. Are you looking for a die? 28% können wir mal probieren jetzt. Warum ist sie mit ihrer Geschäftsidee nicht gescheitert? You feel nothing. Schade. If anything, it's uncomfortably warm in here. Du beginnst dich auszuziehen. Du musst auf Tuchfühlung gehen. Excuse me. What are you doing? Die Würfelmacherin starrt dich an, während du mit deiner Hose zu kämpfen beginnst. Es ist, Der Reißverschluss, er klemmt. Oh no, not the zipper. Sie rollt mit ihrem Stuhl zum anderen Ende ihres Tisches und sucht in der Werkzeugkiste nach etwas. Ich versuche, meine Körpertemperatur zu senken. And why would you do that? Das gehört zu meiner ganz besonderen Spezialtechnik. And what technique is that? Du hast deinen Reißverschluss immer noch nicht aufbekommen. Okay, hören Sie zu, manchmal bekomme ich diese Gefühle. Officer, this isn't how mature adults deal with their feelings. Now you feel something. The cold damp of shame washing over you. Nimm den mal wieder ein. Herrlich. Nein, ich meine das anders. Es ist, als ob ich den Wind oder, keine Ahnung, den Luftdruck spüren kann und mir die Luft dann Befehle gibt. The air pressure told you to take your pants off in my studio? This is not going very well, is it, word-wise? Ja, ganz genau. Can you please employ this special technique somewhere else? I work here and my work requires concentration. Half-naked people don't help with that. Sie dreht sich weg, damit du den Reißverschluss an der Hose wieder schließen kannst. Ach, schön. Herrlich. Gut, ja, dann erzählen wir natürlich in der nächsten Folge dann Plaisance von
dem Fluch. Und dann können wir auch mal gucken, wie wir jetzt hier autoritätsmäßig dann mit der Probe dastehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.